Bevor das Video beginnt, möchte ich noch was Kleines sagen, dass alle Timelapses in dem Video, da wir den Server wieder auf die 1.19 und ohne 2 runtergraden mussten wegen dem Chat-Reporting-System, weil es da sehr viele Probleme gab. Naja, gibt halt keine Timelapse, darum möchte ich mich schon mal entschuldigen und jetzt noch viel Spaß mit dem Video. Willkommen zu einer neuen Folge. Naja, bevor wir anfangen, kannst du auch gerne den Kanal abonnieren und das Video liken, da wir auch wieder kurz vor den 500 Abonnenten sind. Und mit im Call ist Gabriel, beziehungsweise Auto zu Reifer YouTube. Naja, was wollen wir heute machen? Wir schauen heute auf jeden Fall Fitzelukis neuen Shop an. Sein Video kommt doch am Wochenende. Er hat da so einen etwas komischeren Hochladeplan. Dann haben wir Offcam, hier Bäume platziert, sind Bäume fällen. Und wie man unten rechts erkennen kann, ich habe jetzt eine Facecam, wo mein Skin ist, aber in blau. Warum in blau? Grün ist gleich Greenscreen. Grün ist weg. Das ist das Problem. Unser Axolotl hier, Axi, schwimmt auf jeden Fall ganz fleißig. Ich glaube, es freut sich, euch auch wieder mal zu sehen. Naja, was wollen wir heute überhaupt jetzt in der Folge schaffen? Wollen wir irgendwas für dich machen oder haben wir da ganz andere Pläne? Die Folge. Eigentlich nicht. Okay. Dann wahrscheinlich gibt es noch ein bisschen Baseball. Ich zeige euch noch ein bisschen, was so alles passiert ist. Aber was wir heute machen wollten, ist Fitzelukis Shop ansehen. Und unsere Zuckerrohrfarm hat auch... Tja, also... Für das, dass wir durchgehend läuft, wenn Fitzeluki hier stundenlang auf dem Server ist. Ja, iShop 24/7 geöffnet. Bitte ehrlich sein, Clown wird mit dem dreitägigen Bann geschafft. Das ist so, jeder kann es entscheiden, wie er will. Schneeblöcke, ein Dia oder 10 Eisen. Oh. Oh. 32 Pack Eis, ein Dio oder 10 Eisen. Okay, dann sind es natürlich sehr, sehr krasse Preise von einem für mich. Ich würde sagen, wir bauen auch die Folge eventuell den Villager-Brüder ab. Der Villager-Brüder ist auf jeden Fall ganz auch abgebaut. Wir haben hier jetzt halt eigentlich nichts mehr. Jetzt wächst hier überall noch Gras. Man erkennt nicht, dass hier mal was drauf war. Naja, wir gehen in unsere Base und die letztes Video noch nicht gesehen haben, weil hier hat Fitzeluki etwas gebaut. Naja, sieht in seiner Folge, will ich jetzt auch nicht so großartig spoilern. Haben wir hier was in der letzten Folge gezeigt, nämlich einen Geheimgang und da weiß es gefühlt jeder schon, was da ist. Und eventuell, ich habe zwar vor einer halben Stunde schon die ganzen Poppies entfernt, aber da sind auf jeden Fall gute 36 Poppies wieder hergekommen. Und Fitzeluki hat auch einen zweiten Shop, der ist eigentlich so gut wie kostenlos, weil er hier hinten, eventuell sieht man das. Naja, sieht man nicht. Ein Moosfang gebaut hat und hat hier einen Moos-Shop, wo hier ganz viel, Moos und alles mögliche von einer Moosfarm, die produziert natürlich auch sehr viel, hergestellt wurde. Und da das Shopper jetzt halt noch ganz, weiß ich nicht wie lange, noch läuft, mache ich es noch ein bisschen an. Spätestens morgen, weiß ich nicht. Was habe ich gemacht? Okay, das steht zwar Durchgang verboten, aber das interessiert mich jetzt erstmal nicht. Oh oh, ich befürchte. Zum Glück habe ich. Da wurde hier ein Staudamm gebaut. Da helfe ich mal kurz ein bisschen für Tiluki. Es gibt hier keinen Weg mehr. Schade. Naja. Jetzt können wir auch sie wieder anschalten. So, jetzt kann ich wirklich zeigen. Sie produziert hier... Oh ne, der Kindergarten ist wieder da. Gar keinen Bock. Hey, ja. Kindergarten, geh weg. So. Warum kommt da nichts an? Ja, egal. Da ich Husky Jonas auch off-cam inzwischen einige Geschenke mitgebracht habe, was soll man sagen? Hab ich mir jetzt überlegt, da farme ich wie ein fleißiges Bienchen noch ein bisschen weiter Basalt für seine Base, weil er benutzt halt sehr viel Basalt. Naja, da wird auch einiges Basalt zusammengefahren und 3 Stacks und 6. Ich glaube, es reicht für einen Anfang auf jeden Fall. Legen wir das mal in die Chest, oder? Warte mal, ist da unten noch. Da kommt es ein bisschen mehr rüber, als ob ich sehr viel hier nach seinem kleinen Urlaub hier ein bisschen, zurückgegeben haben. Ich sehe gerade mein Mikrofon, also ich bewege mich gerade meinen Kopf irgendwie richtig dämlich. Naja, der Popschutz wartet mal. Jetzt passt wieder. Naja, auf jeden Fall, wir gehen jetzt mal kurz in unsere Base, weil
Ich möchte euch mal was mitteilen. Da wir auch in der, ja, eigentlich wollte ich sagen, vorletzten Folge oder letzten Folge. Naja, das bringt ja eigentlich nichts, weil die vorletzte Folge hat ja, wie in den letzten Video erwähnt, ja, den Geist aufgegeben. Aber wir müssen hier auf jeden Fall noch anfangen, mehr abzubauen und anfangen zu designen. Da unten sollte es nämlich das ganze Eisen über den Wasserausstrom wieder in ein oberes Kissensystem herkommen. Und wir brauchen hier auf jeden Fall noch viel neues Design. Mein Plan wäre es hier auch alles mit Fichtenholz zu bauen, weil Fichtenholz... Ja, habe ich halt viel mehr da und Eisen möchte ich hier nur für den sogenannten Vorraum, naja, benötigen. Beziehungsweise ja, für die eigentliche Base, für den Wohnraum und ja, ja. Naja, wie soll ich sagen? Das wurde jetzt hier alles abgebaut. Das ist sehr, sehr viel, muss ich ehrlich sagen. Also Haze bringt da schon sehr viel. Ich habe auch oben in dem zweiten Stock auch eine Kiste mit ganz viel Stuff, wo ich einfach beim Abbauen gefunden habe. Diese 36 Eisen gehen an meinen kleinen Bruder, weil ich spende einfach so. Da mein kleiner Bruder auf jeden Fall noch ein Beacon mit einer Full... mit einem Full-Dings wie schon ein Full-Beacon-Pyramide naja, haben möchte. Schenke ich hier ein bisschen... dass er auf jeden Fall zu seinem Ziel etwas näher kommt. Ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen Holz wegkloppen. Und jetzt wieder hinplay. Die Technik ist auf jeden Fall auch wieder repariert. Nun müssen wir das ganze Zeug eventuell nochmal gescheit abbauen und verkleiden. Wir haben es geschafft. Das alles ist jetzt perfekt. Und es sieht null aus wie vorher. Was wir aber auf jeden Fall unbedingt machen müssen, ist die Decke. Eine mehreren Etagen. Das wird ein kranker Tresor. Freut euch auf jeden Fall für die nächsten Folgen. Das war auf jeden Fall mit dem Mini-Folge von Minecraft Underground. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal. Und... schaut in die Videobeschreibung. Das ist nämlich dieses wunderschöne Cape und dieses wunderschöne Schild vorhanden.